Und damit wünsche ich erstmal einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass DLC Welle. Ich glaube, 4 sind wir sogar mittlerweile. Genau. Der DLC kam, also die neuen Strecken des DLCs, kamen gestern am 9.3. Und, genau. Zusätzlich kam noch ein neuer Charakter. Und zwar Birdo, und scheinbar werden noch 5 weitere Charakter kommen. Hä, wie krass ist das denn? Das war was, was ich noch nicht wusste. Birdo gibt's auch in verschiedenen Farben. Wir nehmen schwarz. Wir nehmen auf jeden Fall schwarz. Wir haben sogar ein neues Teil bekommen, und zwar den Tanuki-Buggy. Ja, keine Ahnung, wann wir den bekommen haben. Bestimmt auch schon wieder Ewigkeiten her. Und zwar, es gibt die Strecken, nee, halt, hier. Den Fruchtcup und den Boomerang-Cup. Heute schauen wir uns Ausfahrt Amsterdam, Flussuferpark, DK Sky, Skycane an und Yoshi's Island. Boah, Yoshi's Island gibt's heute schon. Das ist ja eine Strecke, die komplett neu ist, und eine der Strecken, die mich auch am krassesten überzeugt hat von allem. Die sah so gut aus im Trailer, ich bin so gespannt. Wir starten direkt mal rein. Ausfahrt Amsterdam. Vom Fruchtcup, eines dieser Yoshi-Früchte, die man mit Yoshi essen kann, sehen wir auf dem Bild. Und ich war noch nie in Amsterdam, bitte. Ich weiß nicht mal, wo Amsterdam liegt. Das klingt aber sehr nach Amerika irgendwie. Ich weiß nicht. Sieht aber sehr schön aus. Rein da. Zack. Okay. Birdo ist natürlich ein anderer Charakter als sonst. Sonst fahren wir immer mit Wario. Weil das ja meiner Meinung nach der beste Charakter von allen ist. Zum Fahren auf hohe Geschwindigkeit und so. Und ja, dann nehmen wir halt Birdo, weil das ist ein neuer Charakter. Oh, bitte nicht. Nein. Ach komm. Was sind das jetzt schon wieder? Alle die Strecke. Ist Amsterdam so? Mit so... Kann es sein, dass Amsterdam so in den Niederlanden liegt? Boah, das kann es sein, dass ich jetzt komplett Müll erzähle. Wegen den, ist es nicht so... Nee, das ist Dänemark nicht. Irgendwo gibt es auch so typisches Klischeebild. Windmühlen und Holzschuhe. Kann sein, ich weiß es nicht. Das hat mich einfach nur gerade daran erinnert, weil wir so ein paar Windmühlen gesehen haben. Jetzt Yoshi, Mann! Geh doch mal aus dem Weg, bitte. Oh, unter Wasser gibt es auch noch eine Passage. Okay, okay, okay. In einem Unterwasserkanal. Ich habe keine Ahnung hiervon, okay? Akzeptiert einfach, wenn ich sage, dass das der Suezkanal ist, dann ist das der Suezkanal. Nein, ist okay. Ich weiß, dass das nicht der Suezkanal ist. Es ist vielleicht der Blaumilchkanal. Wir wissen alle, wie der entstanden ist. So. Wie wär's, wir switchen einfach mal das Thema zu ein bisschen niveauvollerem Talk. Ich finde die Strecke sehr schön, ist halt eine kurze Strecke, ist glaube ich auch eine Tourstrecke. Ich glaube, alle Strecken, die in der echten Welt spielen, sind Tourstrecken. Deswegen, ja, ich bin gar nicht gut. Möchte ich an der Stelle mal kurz festhalten, ich stelle mich richtig schlecht an. Aber das ist halt so, das ist eine sehr übersichtliche Strecke, möchte ich sagen. Auch wenn sie, jede Runde ist tatsächlich, wenn ich das so richtig sehe, individuell und einzigartig. Boah, sieht das schön aus mit den Blumen. Uiuiuiui. Die gefällt mir extrem gut, die Strecke. Das ist ja auch jetzt keine kürzere Strecke. Die ist schon länger. Aber es ist halt trotzdem eine Tourstrecke so. Aber die gefällt mir maximal. Erster Platz, safe? Natürlich. Ja, 7 von 10 ist das schon. Der Flussuferpark. Einer der Strecken, die mich im Trailer maximal überrascht haben, von der wir aber viel zu wenig gesehen haben, und die sieht jetzt mega krass aus. Ich will hier will ich als Donkey Kong rumlaufen. Also come on. Nintendo, mach mal hier Donkey Kong 64 2 und gib mir das hier. Das sieht so schön aus. Es gibt mir so Dschungel-Vibes und so Wald, aber so richtig schön. Das ist so ein Wald, da möchte man zelten gehen. Das ist... Oh, schau euch den Wasserfall da links an. Das ist eine... Du Blödmann. Du hast nichts in dem Spiel verloren. Das ist Mario Kart, nicht Splatoon Kart. Geh weg hier, komm. Das ist so eine schöne Strecke. Auch wenn die Pflanzen jetzt nicht unbedingt hier vor mir rumlaufen müssen. Nein, wieso driftet er nach da? Weird. Das war eben eine Strecke, die man zu wenig im Trailer gesehen hat. Die hat mich nämlich echt überrascht, dass man da nicht so viel gesehen hat. Weil eben das eine echt schöne Strecke ist. Wir fliegen durch den Wasser. Wir springen durch den Wasserfall. Wie cool, hä? Guys, für die Strecke, eine underrated Strecke, könnt ihr doch auch mal ein Like da lassen. Finde ich, ist doch gerechtfertigt. Nee, was mache ich?
Was war das? Er wechselt einfach im 180-Grad-Winkel die Richtung. Birdo, was ist bei dir los? Boah, war das knapp. Der Betrug setzt ein, Guys. Ihr wisst Bescheid. Die Pflanzen sind aber auch irgendwie so Teil der Strecke. Finde ich cool. Ich wurde überfahren. Ist das schon mal vorgekommen? Ich weiß es nicht. Tschüss. Ja. Tschüss. Oh, let's go. Ich habe jemanden getroffen. Hier fände ich es cool, wenn man zwischen den Seilen durchfahren könnte und runterfallen könnte. Würde Sinn machen. Aber es ist okay. Als ob ich ihn nicht getroffen... Ich habe aber jemanden getroffen. Das zählt. Oh, wieder jemanden getroffen. Birdo ist ein krasser Charakter. Hier wird schön in die Kurve. Bitte, jetzt kommt mir nicht zu nah. Nee, Waluigi ist jetzt gut hier. Komm. Ich habe dich verteidigt. Ich habe damals dein Spiel let's played. Komm schon. Ja, Waluigi hat tatsächlich ein Spiel. Möge man es glauben oder nicht, es ist kein offizielles Game. Aber es ist ein mega cooles Jump'n'Run-Fangame. Und das könnte ich eigentlich auch mal streamen. Guys, wenn ihr Psycho Waluigi, so heißt das Game, sehen wollt, dann schreibt das gerne mal, also schreibt einfach Psycho Waluigi in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr da auch mal drauf Bock habt. Ich glaube, erster sind wir nicht gewonnen. Ah, zweiter. Schade. Ich versuche natürlich trotzdem, den ersten Platz überall abzustauben. Jetzt geht's aber erstmal in die DK's, She-Kane, Sky-Kane. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Es sieht cool aus. Ist es eine Remake-Strecke? Oh, ich muss überlegen. Ich weiß es halt nicht. Ich kenne nicht jede der alten Strecken. Deswegen ist für mich immer... Für mich sind die Strecken sowieso alle zu 100% neu, weil sie sehen halt komplett neu aus. Also wirklich, keine dieser Strecken gibt es so vorher. Gut, die Tourstrecken, okay. Argumentieren wir mit den Tourstrecken. Oh. Ja, das passiert. Doch, doch, die Strecke, an die kann ich mich erinnern. Das war so eine unfassbar gute Strecke. Auf dem DS oder auf dem 3DS? Oder für die Wii? Ich bin mir auf jeden Fall noch unschlüssig. Aber ich kann mich an die Strecke erinnern. Das ist eine kurze Strecke. Das ist sowas wie Varios Abfahrt. Man fährt von oben nach unten. Und ist halt cool. Ja, genau, hier kann man so jumpen. Ja, doch. Ich erinnere mich an diese Strecke. Die kennen wir schon. Entschuldigt, dass ich hier ein bisschen noch erkältet bin. Ich hatte jetzt die letzten 10 Tage oder so Corona. Und... Also ich habe es nicht mehr. Aber trotzdem, wirklich gut gehen tut es mir immer noch nicht. Aber ich wollte gestern schon eigentlich aufnehmen. Aber es ist dann jetzt heute geworden. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem mit mir das Ganze hier genießen. Was war das denn? Da droppt einfach die Banane. Da, wo ich lande, ich kann ja nicht mal ausweichen, weil das so ein gescripteter Weg ist. Das Betrug. Let's go. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Sprung war gerade. Aber das hat mir auf jeden Fall den ersten Platz gesaved. Das war wichtig. So, wir liegen 3 Punkte vor dem zweiten. Ich glaube, das wird was. Kommen wir nun zu Yoshi's Island. Die meiner Meinung nach am besten Strecke von den Trailern. Hat man so viel gesehen. Die sah so gut aus. Und ich bin ja auch Yoshi's Island Fan. Ich finde schade, dass es da schon lange nichts mehr zu gab. Aber wir schauen uns die Strecke natürlich an. Die Musik. Die Musik ist wieder vorbei. Oh mein Gott, das ist so eine perfekte Strecke. Oh, das war knapp. Unterwasserpassage, natürlich muss das rein. Oh mein Gott, der Hype ist so real bei der Strecke. Guys, ihr glaubt es nicht. Oh, das war ein guter Wurf. Da sind die Vögel. Und jetzt kommen wir hier oben auf den Vulkan hin zum Fliegen. Genau, das haben wir auch schon im Trailer gesehen. Hier ist Birdo lang geflogen. Ey, das sieht so schön aus. Guys, Yoshi's Island. Wir brauchen ein Yoshi's Island Remake. Das wird safe krass. Hui! Let's go. Ist aber eine kleine Strecke, wenn ich das richtig sehe. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man mehr mitmachen können. Hätte man mehr mitmachen können. Aber einfach die Shy Guys, die hier rumlaufen. Mit den Stelzen. Das sind halt so typische Yoshi's Island Gegner. Das finde ich cool. Nee, Inkling, komm. Aus welchem Spiel
kommt eigentlich Birdo? Guys, bitte klärt mich in den Kommentaren aus welchem Spiel Birdo kommt. Das ist ja unfassbar. By the way, wenn ihr keine weiteren DLC-Strecken mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Das würde mich super freuen, da wir gerade die 200 Abonnenten geknackt haben. Ich finde es so klasse. Ich möchte mich nochmal bei jedem von euch bedanken, der das schon getan hat. Das finde ich einfach super, super cool. Ui, oh, können wir durch die Wolke fliegen? Nee, können wir nicht. Schade. Was ist das denn? Oh, wie cool. Das ist so ein Zielring. Den sammelt man immer am Schluss von einem Yoshi's Island Level ein und kann dann mit Glück noch ein paar Gewinne rausholen. Oh, das war ganz schlecht gefahren gerade von mir. Komm, bitte, bitte, ja, 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 überholt, erster. Let's go ins Ziel. Boom. So muss das. Ey, das war mega knapp zum Schluss. Hätte ich da nicht noch den Pilz gehabt. Ui, ui, ui. Wunderbar. Guys, war's das schon? Oh, das finde ich schade. Nach 14 Minuten sind wir hier schon komplett durch. Ja, könnte besser sein. Könnte mehr sein. Ich bin mega zufrieden. Die Strecken haben mich maximal überzeugt. Es war keine schwache Strecke dabei. Es waren alles gute Strecken. Hier ist unser Pokal. Und Guys, wenn ihr die nächsten 4 Strecken nicht verpassen wollt, schaut auf jeden Fall... Oh, neues Fahrzeugteil. Schaut auf jeden Fall morgen um 13 Uhr vorbei, Guys. Da geht es direkt weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.